kann das Innere meines Kopfes sehen. Das ist eigentlich der Schal. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Dinge, bevor wir dann in die letzte Schlacht aufbrechen. Wo ich gesagt habe, wir gehen einfach mal ohne Knochenartefakte rein. Weil ich dumm bin. Ja, am besten noch dann auch noch hier in alle Rune. Also, wenn wir Knochenartefakte zerstören, bekommen wir Wahlknochen. Und diese ganzen Waldknochen können wir ja eigentlich in Runen investieren. Mal gucken, wie viel wir dann haben werden. Das ist beim hohen Chaosfaktor, dass hier noch ein Hündchen ist. Das ist wohl beim hohen Chaosfaktor so. Oder sie sind verschwunden, weil ich Delilah ihren Geist gegeben habe. In den Aufzug zum Thronsaal. Also eigentlich habe ich den genommen. Hallo? Nur weil ich nicht durch die Eingangstür gelaufen bin. Chicken, du bist das Wahnsinn. Bin ich auch. Mal gucken, wie viel ich haben werde am Ende. Die kriege ich ja auch noch welche zurück. Und wie viel habe ich jetzt? 174. Was werden wir jetzt alles investieren? Außer ein Schattentod. Benötigt 9. Ah, das sind aber nicht so viele, die wir herstellen können. Wird was übrig bleiben? Ich glaube, es hackt. Ja, tut es auch. Tut es auch, Chicken. 6 Stück bräuchte ich noch. Na, wie viel habe ich jetzt? 21. 21. Soll ich das jetzt schon verbessern? Jetzt eigentlich was mit meiner Bewegungsgeschwindigkeit sprinten. Mal sprinten. Okay, mal sprinten. Soll ich dann? So, eigentlich könnten wir das ja dann gleich an Delilah benutzen. Ja, Objekte ziehen. Zieh Objekte zu dir hin und fange sie oder gehe zur Seite, um sie vorbeifliegen zu lassen. Herbeigezogene Ressourcen werden automatisch in dein Inventar gelegt. Objekte, die getragen werden können, musst du in die Hand nehmen. Zieh eine Flasche herbei und wirf sie danach als Ablenkung. Herbeigezogene Walöltanks kannst du als Sprengwaffen verwenden. Das gleiche mit Gegnern!
Ich sichere mit weitreichen einen Gegner direkt an, um ihn gewaltsam zu dir zu ziehen. Danach kannst du ihn ausschalten, bewusstlos würgen oder zur Seite gehen, um ihn auf den Boden oder gegen eine Mauer krachen zu lassen. Das konnte Daug ja auch. Wobei, ich glaube, das konnte er nur in Brickmore Witches. Knife of the Dunwall war ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das war nur in Brickmore Witches so. Verlangsamung! Wenn du mit Weitreichen beim Fallen zielst, wird die Zeit verlangsamt und ermöglicht dir präzisere Bewegungen und Richtungswechsel. Yeah! Wird eh nicht klappen bei mir. Sorry. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Dann hätte ich noch 5 übrig. Und hier habe ich im Grunde 5. Ich muss nur umlenken. Gib mir erstmal Vitalität. Das ist so wahnsinnig, was ich hier gerade mache. Ja, ja, wir gehen einfach mal ohne Knochenartefakte rein. Wird schon nichts passieren. Eigentlich wäre ich ja dafür, dass Stärke nicht nur macht, dass ich Objekte weiter werfen kann, sondern dass die wenigstens ein klein wenig die Anzeige sich auffüllt, wenn man Leute wirkt. Hey, ist ja nur meine Meinung. Du warst mit Schwerttüren zerschmettern. Einfach mal machen. Da muss das Spiel jetzt aber gerade lang speichern. Das Spiel hat sich überlegt, bist du dir wirklich sicher, dass ich hier speichern soll, Chicken? Ich meine, das ist doch des Wahnsinns. Ja, ich bin auch wahnsinnig. Die Welt, wie sie sein sollte. Also die Welt, von der sie träumt. Na, dann träum du mal. Ich träume nicht. Ich träume ja von ganz anderen Dingen. Aber garantiert nicht von so einer merkwürdigen Welt. Hallo, Delilah! So, vielleicht am besten. Kann ich noch eine noch höhere Position oder. Nö. Wie mache ich das jetzt mit dem Heranziehen? So einfach nur? Oder muss ich da wirklich etwas höher stehen? Ich weiß nicht, ich habe das mit Emily noch nie gemacht. Wenn ich da oben stehe. Und am besten nicht runter falle. Dass er es nicht mitbekommen hat. Das wundert mich jetzt aber. Es kann doch sein, dass das überhaupt gar nicht funktioniert mit ihr. Die Leila auf den Thron setze, sollte das Bild sie in ihrer Fantasiewelt fangen. Okay. So sah's aus. Was? Hast du gerade den gesamten Teil mit ihren Doppelgängern übersprungen? Ja. Ich meine, das, wie es eigentlich so gemacht wird, oder eher vorhergesehen, habe ich ja mit Corvo gezeigt. Und das wollte ich jetzt hier auch mal mit Emily zeigen. Was ich aber nur gesehen habe durch einen Speedrun, wo dann einfach die Leute dort oben hingeklettert sind und dann
Delilah erschossen haben mit dem Sniper-Schuss. Ich muss Delilah ausschalten, auf welche Art auch immer. Sie wollten über eine eigene Welt herrschen, Delilah. Bitte schön. Ich wollte schon sagen, wieso durfte ich sie nicht mitnehmen? Auf den Thron platzieren, ja. So kann man sich's ganz einfach machen. Um diesen ganzen Doppelgänger-Kram. Jetzt wird das, was immer entstellt war, endlich perfekt sein. Ich habe so lange gewartet. Singt meine Lieder und leckt mein Fleisch. Betet mich an. Okay. Manche Leute wollen, dass man ihnen die Füße leckt. Und Delilah will einfach... Also die Schuhe eher. Und die will direkt den ganzen Körper abgeleckt bekommen. Ich bin dafür, dass wir jetzt das Gemälde einfach verbrennen. Ich habe keine Brandbolzen ausgerüstet, so chicken. Stopp! Teddy! Wach auf! Durch die Macht meiner Liebe! Vater. Emily, was ist geschehen? Setzen wir uns. Ich erkläre alles. Ja. Drei Leute sind sogar. Oh. Also eine kann ich ja noch verstehen. Aber wo kommen die restlichen zwei her? Keine Ahnung. Ja, Rettung deines Vaters. Delilahs Magie gebrochen und Corvatano gerettet. Den Rest kennen wir auch schon von Corvo. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt alles so fabriziert haben. Endkatzin! Mit Luca Abelas Sturz endete seine Linie und nur ein Mann war geeignet für den Großpalast. Aus dem Nichts kommend leistete er dem Reich hervorragende Dienste. Herzog Corvo Atano, der erste seiner Linie. Papi ist Herzog! In Dunwall ging Delilah unwissentlich in eine Fantasiewelt über, in der die Versprechen ihres Vaters erfüllt wurden und ihre Untertanen sie liebten. Sie segelte mit einer Flotte über das Meer und durchquerte das pandesianische Ödland. In der echten Hauptstadt herrschte Emily die Gerechte, Emily die Kluge. Jahrzehnte mit Unterstützung von Corvo Atano aus dem Süden über ein blühendes Reich. Und rennt nicht mehr weg. In der Zu Nacht. Seiner Zeit befeuerte Anton Sokolov die Maschinenindustrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Doubt. Ob sie den niemals finden wird? Er weiß das schon. Kreditzogen, nein, dich wollen wir nicht, sorry. Wir gehen ins Hauptmenü zurück, wenn das Spiel mich lässt. Ja, zum Hauptmenü zurückkehren. Ja, Corvo ist jetzt Herzog von Sekornos.
Kanaka, was auch immer. Ja, wie ist das denn passiert? Und zwar geschieht das, wenn wir weder uns mit den Heulern noch mit den Aufsehern verbünden in dem 6. Level. Da haben wir beide in die Mine geschickt. Und dann mussten wir auch noch im 8. Level, ja, den Herzog töten. Er durfte nicht ersetzt werden durch den Doppelgänger. Das habe ich auf jeden Fall in so einem Video gesehen, wo man alle einzelne Szenen vorgestellt wurde von diesen Endcutscene. Das stand in der Beschreibung, wie man das bekommt. Und ich wollte es einfach zeigen. Das stand auf jeden Fall nur, dass man das wahrscheinlich im niedrigen Chaosfaktor nur bekommt. Deswegen musste ich einen Mord begehen. Und es kam mir halt so recht, dass dann in der 8. Mission der Herzog so nah von einem Blitzpfeiler stand. Sonst hätte ich mir so überlegt, ja, wie ermorde ich jetzt unauffällig den Herzog? Da muss ich wohl schlecht schauspielern. So nach dem Motto, oh hoppla, jetzt habe ich auch so den Herzog getötet und gespeichert. Ja, sorry, können wir nicht mehr rückgängig machen. Aber ja, das Spiel zumindest auf meiner Seite, auch wenn wir nicht ganz gesehen haben, wie er durch den Blitzpfeiler pulverisiert wurde. Naja, haben wir das auch mal gesehen. Dann bleibt ja zum Schluss nur noch, wo wir jetzt den niedrigen Chaosfaktor mit Emily abgeschlossen haben, der hohe Chaosfaktor. Oh, und da können wir auch dann den ganzen Schabernack treiben. Ich freue mich schon drauf, definitiv. Ich freue mich schon. Wie lange war jetzt eigentlich die Aufnahme? 2,5 Stunden? Ja, also entweder zögerst du noch 10 Minuten heraus, was du sicherlich nicht tun wirst, oder ich mache die Folgen einfach kürzer als 20 Minuten, wahrscheinlich ja das Letztere. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich das Letzte. Und ich hoffe, wir sehen in der nächsten Aufnahme, es war schon wieder eine freie Nacht, wenn wir den hohen Chaosfaktor beginnen. Und dann zum letzten Mal ein Spiel starten. Weil wenn der hohe Chaosfaktor vorbei ist, ist auch die Sonne 2 vorbei. Hast du was nicht ohne übernatürliche Kräfte? Nein. Nein, 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 nein. Aber Chicken, der eine Dialog am Ende mit diesem fast toten Aufsehertypen. Nein, 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 mir egal, was der sagt, wenn ich keine übernatürlichen Kräfte habe. Interessiert mich nicht. Drauf kann ich verzichten. Ich will meine übernatürlichen Kräfte haben. Und ich werde sie auch bekommen. Aber es ist in der nächsten Session. Beziehungsweise in der Session danach, weil im ersten Level haben wir noch keine übernatürlichen Kräfte. Naja. Also bis dahin, ciao.